Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht es um den Höhensatz des Euklid. Hier seht ihr den Satz, die Höhe auf c zum Quadrat ist gleich p mal q. Das Ganze funktioniert allerdings nur in einem rechtwinkligen Dreieck und immer nur dann, wenn Gamma 90 Grad hat. Hier seht ihr das passende Dreieck dazu. Hier ist die Höhe hc natürlich im rechten Winkel und hier oben der rechte Winkel vom rechtwinkligen Dreieck in Gamma bei Punkt c. Und nun machen wir das an einem Beispiel. Hc zum Quadrat ist gleich p mal q. Also p 3,9 cm mal q 2 cm. Das Ganze schaffen wir im Kopf. Also ist Hc zum Quadrat gleich 7,8 Quadratzentimeter, weil Zentimeter mal Zentimeter. Jetzt wollen wir aber nicht das Quadrat von Hc wissen, sondern nur die Höhe auf c. Und deswegen müssen wir die Wurzel aus 7,8 zum Quadrat rechnen. Dafür brauchen wir jetzt doch den Taschenrechner. 7,8 und daraus die Wurzel ergibt, dass die Höhe Hc gleich 2,79 cm ist. Und nun seht ihr, das Ergebnis, was wir hier errechnet haben, ergibt sich hier auch zeichnerisch. Okay. Hier seht ihr nochmal den grafischen Beweis für den Höhensatz des Euklid. Hier h², also einfach ein Quadrat zur Höhe h, und hier im Gegensatz p mal q, also dieses mal dieses, runtergeklappt zu einem Rechteck. Und die rote Fläche ist genauso groß wie die grüne Fläche. Und wenn rot gleich grün ist, dann gilt, dass h² gleich p mal q ist. Euklid war übrigens ein Mathematiker, der 300 vor Christus in Alexandria lebte. Okay.